So Leute, willkommen zu einem neuen aus dem Autovideo. Scheiß Licht aus. So, wo bin ich? Ich bin in einem Wertstoffhof. Und zwar filme ich das für euch, weil ich euch wirklich motivieren möchte, die Dinge besser zu recyceln. Zumindest ein bisschen besser, als wenn ihr sie in gelben Sack oder Restmülltonne schmeißt. Nonplusultra wird es noch nicht sein, aber das ist sogar vom Gesetzgeber erlaubt. Immerhin. Und zwar Kleinstgeräte, da schreibe ich keine Karte aus und lasse sie abholen, sondern Kleinstgeräte bringe ich immer selber weg. Und das sind ein paar von diesen Kleinstgeräten. Das sind zum Beispiel zwei Netzteile, die ich nicht mehr brauchen kann, vom Vorbesitzer meines Hauses. Die waren noch in der Werkstatt gehangen. Mein Laptop-Akku hatte ich euch den Tag schon gezeigt. Zwei kaputte Glühbirnen. Ein Kassettenband. Faszinierend. Wenig davon habe ich im Internet gelesen. Bei der Müllfirma darf man sogar in die Tonne schmeißen von Videokassetten. Ich frage heute mal, was die davon halten. Und dann natürlich noch mein Handy, womit ich jahrelang für euch aufgenommen habe. Mein Nexus LG5. Jetzt nehme ich ja mit einem Vico-Handy vorerst auf, bis ich ein anderes finde. Werde mal noch Huawei testen. Das wollte ich euch nur mal sagen, euch motivieren, das in den Wertstoffhof zu verwenden. Vielleicht landet es dann nicht total in der Natur und wird vielleicht irgendwann mal irgendwie wiederverwertet, auf irgendeine Weise. Keine Ahnung. Ich werde jedenfalls an dem Thema dranbleiben und mich noch genauer informieren, wer wo was wie hinbringt. Zum Beispiel habe ich jetzt vor, auch im Wertstoffhof zu fragen, wo ich Alu einschmelzen lassen kann. Jo, dann mache ich mich jetzt mal los und nehme später noch weiter auf. Bis gleich. So, der Herr auf dem ersten Wertstoffhof war nicht sehr gesprächig. Der hat mich gleich wieder weggeschickt, noch bevor ich meine Frage stellen konnte. Jetzt war ich auf dem zweiten Wertstoffhof und habe gefragt. Die haben mir gesagt, wenn man Alu wegbringt, wenn ich mein Alu mit, was ich sammle, dann wird es geschreddert und es wird dann mit großem Gesamtalu wieder eingeschmolzen und es würde funktionieren, hat er gesagt. Ich könnte es wegbringen, lohnt sich aber auch statt ein paar Kilo. Ich habe hier 300 Gramm. Man kriegt übrigens noch 18 Cent pro Kilo. Was ich ziemlich großzügig finde. Hab beim Internet geguckt, da wollten sie einen nur 12 Cent pro Kilo Alu geben. Aber mir ist es nicht wichtig, dass es ums Geld geht, sondern mir geht es echt darum, dass es wieder eingeschmolzen wird. Ja. Ich habe mich etwas erschrocken. Ich dachte, ich bin ja nicht in einem Laden und kann mich frei bewegen. Da stand ja an der Tür was von Mundschutzpflicht. Und ich weigere mich vehement, einen Mundschutz aufzupacken. Aber er hat mich nicht wohlgemerkt, kam an mich ran, hat mir den Abstand gehalten, hat mich vollgelabert. Also ich habe jetzt meine Informationen, dass es funktionieren müsste, soweit er zumindest in seiner Welt weiß, dass sie das tatsächlich wieder einschmelzen. Sonst würden sie mir kein Geld dafür geben. Also es ist auf jeden Fall besser als gelber Sack. Also Leute. Sammelt Alu, bringt es in einen Wertstoffhof, fragt direkt nach, ob die es einschmelzen und ob es wieder in der Industrie verwendet wird als Barren. Die machen dann wieder Alufolie drauf und dann wieder noch eine Packung. Alu kannst du unendlich oft wieder einschmelzen. Und bringt es lieber so weg. Also Sebastian M. hatte ja gesagt, bei seiner Firma sei das nicht so. Die würden es dann denselben Händler schicken wie die gelben Sackleute. Das ist nicht gut, da verbrennen sie es. Aber der hat gesagt, es wird eingeschmolzen. Jetzt hoffe ich, dass ich ihn glaube. 18 Cent pro Kilo. Das ist echt großzügig. Jetzt sammle ich mal weiter. Ich sammle mal weiter. Gott, es hat eine Wärme heute. Wie viel haben wir heute? Circa 15. Juni. 13:18 Uhr. 1023 Grad. Im Auto gefühlt 50. So, das war jetzt mein kleiner Wertstoffhof-Exkurs. Bis auf mein. Das haben sie mir tatsächlich nicht abgenommen. Das war mein Magnetband, das haben die auch gesagt, soll ich in der Restmülltonne, wie schon am Telefon. Das andere haben die mir abgenommen. Das finde ich nicht in Ordnung, muss ich sagen. Das wird dann echt verbrannt und dann eingestampft, was übrig bleibt, was nicht in die Luft geht. Videokassetten werden nicht recycelt. Es gibt dafür keinen Recyclingvorgang. Das finde ich irgendwie unheimlich zu kotzen und gruselig zusammen. Na gut, bevor sie mich noch vom Hof jagen, Junge, das ist auch ein Wetter. Kaum Chemtrails, fast nur normale Wolken. Ich bin stolz. Letzten 2 Tage hat es geregnet ohne Ende in mein Haus rein. Ach, das habe ich euch wahrscheinlich zu viel Zeit. PS, eines Tages mal will ich so ein Auto haben, damit ich alleine kostengünstig umziehen kann, wenn ich noch jede Menge Müll beseitigt habe. Ja, auch 2020, Sommer 2020 wird ein Sommer, wo ich jede Menge Gegenstände loswerde. Würde ich das Magnetband mitzählen, wäre ich jetzt bei 10 Gegenstände dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob ich im Frühjahr schon was weggegeben habe. Aber für Sommer 2020 bin ich jetzt bei 10 Gegenständen. Habe 2 GameCube-Controller bei eBay verscherbelt für 10 Euro. Ich freue mich. Und jetzt diese Gegenstände. Wie meine Webcam, Kabel und die zwei Verteiler da. Die zwei
Webseite und der anderen Fremde. Okay, dann mache ich mich jetzt erstmal wacker. Ich werde schon beobachtet.